Ich hab da jetzt ein bisschen versucht, die Typen, die Gegner von unseren Fernkämpfen fernzuhalten. Das funktioniert aber nicht so ganz, wie man das wünscht. Wenn jetzt zufällig irgendein Bauplan dabei. Irgendeinen nämlich. Es wäre ganz egal welche. Verwenden. Verwendet schon jemand, verwendet ihn. Da können wir mitbauen. Ja, komm, bauen. Go, go, go. Okay, ist noch nicht ganz fertig. Da sind auch ein paar Eindringlinge. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Ich muss noch ein bisschen meine Range austesten, ne? Ah, das wollte ich nicht. Simantrast-Bestie! Stirb, Biest! Zack! Ey! Jetzt rennt er zurück zum Herrchen, oder was? Die habe ich ja komplett übersehen jetzt. Schnell wieder rein. Ach, da geht's ja rauf. Ist da irgendwas frei? Nee, natürlich nicht. Aber jetzt sind's definitiv in Reichweite meiner Spells. Toll, episch verfehlt. Definitiv in Reichweite meiner Spells, blablabla. Total. Ah, da schicken wir ja nochmal Schwerkämpfer runter. Nur Schaden können wir zumindest anrichten. Haben wir da Schaden? Den zum Beispiel. Versperrt, ich muss mich da draufstellen, ich würde rechtzeitig nicht runterfallen, ehrlich gesagt. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, schaut jetzt besser aus. Was kann ich denn da verwenden? Verwenden? Oh, wird schon verwenden. Egal. Werden wir sie dann mit der Ausrüstung der Boni holen. Und alles, was uns zu nahe kommt, wird einfach mal gnadenlos abgeschossen. Bam. Ja, hat sich dann unter das Dach verzogen. Jetzt gehen sie rüber zum anderen Tor. Servus, Alter. Die Stürme gehorchen meinen Worten. Ja, dir auch, Servus, Alter. So. Oh, verdammt, die kommen da schon rein. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Aber da ist denkbar eng, das ist richtig ungünstig für die. Das Problem ist, wir sind so wenige. Was bist du? Heroischer
Märtyrer? Nee. Schon Märtyrer tot ansteckst und siehst, soll er dir auch gewehrt werden. Der lockt alle weg. Verdammt, der macht es richtig klug. Scheiße. So. Wo steht denn da rum? Samenkernturm. Was bringt der? Ja. Kann nichts machen. Ah, brutal. Okay. Ja, müssen wir jetzt auf jeden Fall was tun gegen die Typen. Ah, da können wir den wiederbeleben. Kannst du mal. Hallo? Wiederbeleben? Ja, kennt mich. Wir bräuchten jetzt so die Kavallerie, die da irgendwie von hinten das Feld aufmischt. Hallo? Ja? Meine ich auch. Trick mit dem Fokus, wo du Gegner von den Mauern ziehen kannst. Ah, ja. Arbeiten, aber die schauen eigentlich alle relativ tot aus. Ah, da. Die waren auch alle relativ tot. Das hat nicht nur so ausgesehen. Spring! Stirb! Ja, der stirbt definitiv. Hätten wir es jetzt alle runterschubsen können. So. Sind die jetzt irgendwo noch weiter herumgezogen oder haben wir die tatsächlich in die Flucht geschlagen? Hm. Schaut recht aufgeräumt aus. Also jetzt nicht die Burg und so, wobei die auch. Ich glaube, wir haben da... Da steht ein Portal. Erwischt ihr das noch? Nee, natürlich nicht. Naja. Aber da steht wieder Speedbuff. Das kommt doch. Boah. War schon gleich was vorbei gewesen. Glaub. Warum wird da drinnen noch immer angegriffen? Schauen wir mal, ob wir einen Fokus dabei haben. Stab. Fokus. Wir haben tatsächlich einen Fokus dabei. Dann werden wir den vielleicht einfach mal ausrüsten. Statt... Ach so, das ist wieder der PvP-Fokus gewesen. Und das Zeug ist ja auch alles schon beschädigt. Ich würde sagen, dann werden wir sie einfach mal... Ach, da wollen wir her. Hinteleportieren. Und kurz unsere Sachen reparieren lassen und einen Fokus besorgen. Und ja, dann irgendwie die Spells... Ach, come on. Teleportieren wir einfach so ins Blaue. Dann... Umlerner, Belagerung, Ausstatter. Ja, der kann reparieren. Excelsior. Du verlangst jetzt hoffentlich nicht. Naja, okay. 50
Bronze- oder Kupfermünzen, das ist okay. So, Rüstungsverzierer, warum Verzierer? Wir kaufen. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Ach, geht auch, oder? Nee. Ausrüstungshändler. Die besten Karma-Händler. Ich habe eh haufenweise Karma. Können wir mal bloß ausgeben. So. Edel? Was? Edel? Aha. Eine Harpune. Nein, wir haben Fokus. Da. Eindringling Fokus. Stufe 10. Den schnappen wir uns. Der ist okay. Vermute jetzt mal nicht, dass ich großartig die Wahl hätte. So, und dann werden wir da mal unser Heldenmenü gehen und was macht denn der? Ah ja. Statt was nehmen wir denn den jetzt? Ich glaube statt dem Hallo? Aus mit dir, rein mit dir. Hä? Ach! Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Fokus ist eine Offhand-Waffe. Fokus Begleithand. Ja, da steht sie auch. Da können wir noch was in die Waffenhand legen. Na dann. Ich habe alles, was ihr braucht. Ja, das Problem ist, du verkaufst die für diese anderen Marken. Von denen ich 3 hab. Sehr gut. Gehen wir wieder hier hin. Der hat überhaupt bessere Sachen als ich. Kaufen wir. Als erstes jetzt einmal Schwert. So, bevor ich jetzt großartig einkaufe. Nein, kein Großschwert. Dolch kann ich nicht. Axt kann ich nicht. Streitkolben kann ich nicht. Pistole ist für die Begleithand. Gewehr kann ich nicht. Zepter ist für die Haupthand. Das könnte ich auch mal probieren. So, Zepter und Fokus. Wäre vielleicht auch ganz witzig. Ich glaube, das probieren wir einfach mal. So, und jetzt können wir da, die habe ich schon gekauft. Die kaufe ich jetzt noch. Der Wams. Ah, komm. Ja, damit. So. Gehen wir in unser Heldenmenü. Ja. Das da. Das Zepter. Wird alles angelegt? Stiefelchen. Ja, super. So. Schauen wir mal, was können wir denn da jetzt? Ethiklon verschießt. Achso, da. Energiebolzen auf das Ziel abfeuern. Das ist eh der automatische. Zweiten Energiebolzen und einen Klon beschwören. Hm, was haben wir da? Blockt den nächsten Angriff. Okay. Ein Energiestrahl, der meinen Gegner Schaden zufügt und verwirrt. Vorhang, temporärer Vorhang und trügerische Wache. Okay. Müssen wir erst freischalten, aber sollte nicht das große Problem sein. Allerdings machen wir das erst in einer der nächsten Folgen. Ihr seht jetzt auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Was war denn jetzt? Das hat von der Animation her nicht ganz gepasst. Wir werden auf jeden Fall noch einige interessante Dinge im World vs. World sehen, habe ich so das Gefühl. Wie zum Beispiel diesen großen, übergroßen Seifenblasen-Pustestab, den ich da in der Hand habe. Der sich auch Scepter schimpft und dieses Fokusteil, das eigentlich viel gefährlicher ausschaut als dieses Scepter. Aber egal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich. Oh, Hot Check. Hallo.
Übrigens, dein Schwert brennt. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mit World vs. World. Bin noch nicht ganz sicher, es kommt darauf an, wie die Wartezeiten sind und hin und her. Aber das wisst ihr ja selbst nur allzu gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich in World vs. World. Auf jeden Fall in Guild Wars 2. Und auf alle Fälle auch mit mir, eurem Netherbrain. Also, see ya!